Herzlich willkommen, ihr Krassen, mit so einem geilen Video. Der Benze hier für euch. Wir spielen eine Runde Minecraft Single. Mal wieder. Und wir sind immer noch dabei, den Dörflis ihr gesamtes Holz zu klauen, das hier an den Feldern rumlungert. Wird ja kein Problem sein, denke ich. Also, die werden sich nicht großartig aufregen. Stirbhuhn. Du vielleicht schon eher. Kann ich deine gesamte Kameradschaft gerade umbringen? Ja, so nicht schön aus, dann können wir hier Mann, was macht ihr? Rückzug? ach ja, Kulla ist auch mit dabei. Ihr Spastis. Spielt im Hintergrund Battlefield 4, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. So, wir werden uns jetzt schon mal ein Anfangsbergwerk bauen irgendwo. Und diesmal werden wir nicht eine Mine suchen, sondern uns selbst eine Mine bauen. Vielleicht auch mal, dass das man noch nicht so kennt. Okay. Alter, ey. Ja, wir werden uns keine Höhle oder Mine suchen. Nee. Ich bin noch nur in das kleine Loch gegangen. Wieso ist ja jetzt schon wieder so eine Höhle? Ja, wir gehen hier jetzt einfach nur durch. Wir werden hier nicht abbauen. Okay, Gasse. 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 Okay. Ja, da hinten weiß ich gar nicht, ob da eine Sackgasse war, aber da war Wasser. Ich habe jetzt nicht zwingend Lust, die ganze Zeit durch Wasser zu warten. So, ja, denn wie ihr seht, wir haben hier Steinfelsen am Meer. Und hier macht sich das ideal, Stein abzubauen, weil es sowieso nicht auffällt. Das ist ein gesamter Kiesberg. Den einen habe ich gerade richtig fett in seinen Hoden geschossen. Also um Kieswege müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Um Sand wohl auch eher weniger. Materialien haben wir armas. Schön. Schön, schön. Dreck ist ja sowieso nie ein Problem. Wenn sie was ein Problem werden könnte. Einfach mal drei Leute wieder gemessert. Tropenholz ist was. Tropenholz. Ja, Tropenholz ist Hi. Das größte Problem. Und Melonen finden. Melonen finden wir auch. So, warte mal. Guck mal, hier war nämlich die einsame Fichte, die ich vor zwei Folgen meinte. Das war die einsame Fichte und etwa hier bin ich gespawnt. Den Baum habe ich gar nicht gesehen. Geht's hier eigentlich auch noch weiter? Der Baum sieht auch wieder sehr einsam aus. Na, natürlich geht's hier auch noch weiter. Toll. Denkt man sich, man hat so eine kleine Insel gefunden. Alles tutti. Also für Kühe müssen wir ziemlich weit laufen, habe ich schon gesehen. Habt ihr auch gesehen? Aber hier ist nachher die Insel vorbei. Das ist auch schön. So ein kleiner Schlangenpass hier und Schlucht. Wir haben bei uns keine Schluchten in der Nähe. Überhaupt nicht. Solange da nicht wieder so ein Schlucht-Terror ist. Weil überall Schluchten lauern. Lungern. Sehe ich das noch als akzeptable Nicht-Schlucht an. Scheiße. Oh mein Gott, es ist Schluchzilla. Oh Gott. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier an der Schlucht Stein ab, auch wenn es ein bisschen risky ist, aber was sollen schon hier runterschmeißen? Man denkt sich doch eh nur immer no risk, no fun, ne? Oder wie heißt das hier nicht so schön? YOLO, genau. Gut. Alter, wie wir hier einfach alles zerfetzen. Nimm das doch auf. Wolfenstein ist so schön brutal, ey. Ohne Scheiß. Das hat tatsächlich richtig fette Schockmomente mit drin. Gehen wir über die Flanke. Also es hat echt, es ist echt ein Shooter, der ziemlich reichweiten ist. Thriller, Action. Ziemlich geil. Und tatsächlich eines der ersten Spiele, wo mir sogar das Intro geil gefallen hat.
Also nicht das Intro, sondern der Trailer dazu. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob Trailer das richtige Wort ist, denn wir haben in Englisch gelernt, Trailer heißt auch Schneider auf Englisch. Wir bauen jetzt einfach so lange hier noch Stein ab, bis unsere Spitze vom Arsch ist. Ich meine, wir müssen uns sowieso keine Öfen machen. Das haben die Dörfchen schon abgenommen. Ich hoffe, wir können auch auf Mo'Creatures hier spielen. Das habe ich ja schon mal versucht, downzuladen für 1.74, aber bin kläglich gescheitert, weil ich nachher den BIOS hatte. Dann habe ich keine Lust mehr, dann ist mir der totale Bock auf Downloaden und alles vergangen. Nicht sowas so, jetzt hätten wir schon mal wieder dich. So derbe aufregt. Ja. So richtig zum Kotzen. Hast du jetzt den MC-Patcher eigentlich? Ja, mach ich jetzt MC. Patch. Ich bin sowieso gleich im Arsch, okay. Download einziehen. Auf welcher spielst du jetzt eigentlich? Ich unterschiedlich. 174. Mal 174. Ich müsste mir ja gestern vom lieben Patamon anhören. Ich spiele doch mal auf der 179. Weil er mich auch. Also 179 spiele ich. Er freut mich auch. Also 174 mit Mods und. 179 spiele ich erstmal gar nicht. Ich warte darauf, dass die 178 rauskommt, weil da sind dann auch diese ganzen Bugfixes. 178 kommt nicht nach der ja, 179. Nein, 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 ich meine 18, nicht 178. Sorry. Danke, dass ich es wieder habe. Ist auch schon wieder eine Höhle. Nee, Quatsch. Das ist einfach der Felsen hier. Okay, da muss auch unbedingt was gebaut werden. Ihr könnt mir ja schreiben, alles Mögliche, was ihr hier gebaut haben wollt in dieser Welt. Ich hab Zeit. Ehrlich, ich habe Zeit. Gut. Jetzt geht mein AVG wieder. Oder jetzt gucke ich mal das Video an für den NC. Skype ist im Moment auch nur am Rumspacken. Wollen wir. Nee, lass mal jetzt nicht in TS wechseln, lass mal nach der Folge. Wir haben ja jetzt schon wieder 7. Meine ich doch. Ja. Oder unten können wir. Okay, dann machen wir unten die Plantage für Zuckerrohr. Weil die habe ich nicht gerne bei mir oben mit rumfließen, nimmt einem die ganze Sicht weg. Weil hier Sand sowieso ist, man sieht das hier doch sowieso am besten. Ich mute dich jetzt, ja, halt die Fresse. Ah, nee, halt die Fresse ist ja ein bisschen schlecht. Willst du mich jetzt muten eigentlich? Wir sind im Skype. Ja. Okay. Lautstärke weg. So, jetzt höre ich dich nicht mehr. Tschüss. Ah. Das beantwortet zwar nicht die Frage, wieso und warum, aber. Ich hätte mich auch einfach leiser stellen können, wenn ich immer auf den Nerv gehe. Der Logic auch. Ach, guck mal, kommt perfekt hin. So, wofür war es nochmal der MC-Patcher? Der MC-Patcher, da kannst du verschiedene Mods und Modifikationen. Also, ja, Mods. Danke. Tschüss. Penner. Das ist ein Schildbaum, wo drauf steht, Koller stinkt. Blümchen, die sagen wir auch schön. Ist doch ehrlich. Schön viele Blumen anpflanzen. Pflanzen, Blumen. Ja, guck mal, hier wächst auch wieder alles fleißig. Fleißig. Oh, wir schneiden da schon wieder so mit den Türen. Das kann ich nicht ausstehen. Ja, und ich habe jetzt vom Kula endlich gelernt, wie man vernünftig craftet. Also nicht mehr so inkompetent style. Ah, da
das geht doch schon viel schneller. Gucke mal. Schnuppdiwupp. Haben das ganze Dorf abgeruppt hier. Und zack. Und zack. Und so Bäumchen immer noch nicht gewachsen, sehe ich gerade. Muss jetzt erstmal zumachen. Da auch. Okay. Zack, zack. So, ich hoffe, Flo hat sich den Namen vom Virus gemerkt, falls er tatsächlich von der Seite kommen sollte. Für alle anderen die Warnung, wenn irgendwas im Sinne von Sweet Page sich runternimmt, ist sehr, sehr böse. Wer hat ja hier das Feld kaputt gemacht? Oh, jetzt bin ich sauer. Können wir einfach das Feld kaputt trampeln? Das ist euer eigenes. Gar nicht so zu gucken, meins ist es nicht. Eine Steinaxt noch, dass sie alle zerbricht und eine Steinhacke, damit wir das jetzt ausbessern können. Kann nicht wahr sein. So, Weizenkörner. Hier ist fertig, hier habe ich auch schon alle draus geruppt. Perfekt. Wo muss denn noch? Also da hinten waren noch ganz viele Felder. Dann haben wir jetzt mal hier, da ist noch ein Feld. Das muss noch weg. Da muss noch das Holz weg. Du weißt, dass man die Patcher auf Chip gibt. Ich weiß, dass es den auch auf Chip gibt. Ah, aber der ist nicht mehr für die neueste Version. Exakt. Chip aktualisiert die nämlich immer wieder. Kleines Problem bei Chip. Das heißt, man kann sich die nicht für bestimmte Versionen runterladen, sondern immer noch für das neueste, weil das irgendwie, weiß ich, keine andere reinstellen will. Ich weiß, Chip ist eine offene Plattform. Und da kann jeder reinstellen, was er so an Software runterlädt. Runterstellt. Und Chip macht das relativ sicher, das heißt, Chip überprüft vorab, dass Viren infiziert ist. Also ich mag Chip. Aber es ist halt, weiß nicht. Alte Sachen werden ziemlich schnell wieder rausgenommen. Ist nicht schade. So. Guck mal, hier drüben geht direkt Feld weiter. Ja, jetzt. Und direkt noch parallel abreißen. Ist ja nicht so. Das ist ein Problem. So. Zack. So. Ben, bist du. So, das gibt's ja. So, was ist? Ich will hier irgendwie. Alternate Download. Warte, ist. Steht das da nur, dass es für die 1. Ben, steht das da bei dir auch, dass das für die 1.6 ist? 1.6.4 und 1.7.2 müsste eigentlich stehen. Weil für die 1.7.2, was da funktioniert, funktioniert ja für die 1.7.4. Da steht's. MC Patcher 1.5. 175 meinst du? Wo kann ich das testen lassen? Gar nicht. Kannst es aber jederzeit wieder runterschmeißen, wenn es nicht das Richtige ist. Ist ja nicht das Problem. Geh weg, geh bloß weg. Was? Nee. Was denn? Der will mir hier wieder irgendeinen Scheiß andrehen. Tja, jetzt mal nur. Tja, hätte ich bloß einfach nicht die Seite gleich geschlossen. Welcher warst denn du? Nee, das ist hier so eine Scheißseite gewesen. Ah, ja. Bevor hier MC.
Zur Not kannst du mal auf YouTube gucken. Manche Videos sind da tatsächlich auch vertrauenswürdig. Nicht alle, aber manche. Virentest, ja. So Ach, du jetzt. suchst jetzt erst einen ordentlichen Virentester dir raus, oder was? Oder lässt du dich jetzt erstmal checken von deinem Programm? Oh, die Kürbisse wachsen. Ja. Ja, der ist safe, okay. Das kann er aber überall sagen. Das hat er bei Sweetpage auch gesagt bei mir im Norden. Da habe ich mir ein anderes Programm nachher runtergeladen. Da brauchst du aber auch einfach auf Chip punkten. Also wenn du den Sweetpage-Trojaner tatsächlich hast, dann steht da eine Anleitung auf Chip, wie du den wieder loslöst. Und es funktioniert ziemlich präzise. Du musst das halt nur rechtzeitig machen, weil sonst beeinflusst der Sweetpage-Trojaner deinen Browser und sorgt dafür, dass du gar nicht erst alles dagegen machen kannst. Das ist so ein richtiger Scheiß-Trojaner. Also Trojaner ist es ja gar nicht, sondern ein Virus ist es ja. Das ist ein richtiger Scheiß-Virus, der wirklich richtig mies ist. Hat er sich bei dir sofort aktiviert? Ja, man merkt das. Also denn, wenn du musst mal auf deinen normalen Internetbrowser, den du benutzt, gehen. Und dann siehst du als Startseite halt direkt Sweetpage. Dann hat er deine normale Startseite rausgenommen und hat das Sweetpage reingesetzt. Dann hast du den Sweet. Trivago, nee. Ja, Nee, nee. nee, nee. Sonst hast du den Sweetpage-Trojaner. Und den kriegst du auch mit, wenn du ständig bei dir so eine Plugins, die von der Seite auftauchen, aufklappen hast. Die hängen dann Gut, irgendwo hab ihn am nicht. unteren Rand rum. Das ist der Sweetpage-Trojaner und der ist so gemein. Nee. Weil teilweise haut er dir Plugins rein, ne? Da kannst du gar nirgendwo hindrücken auf dem Bildschirm, wo nicht du direkt auf eine Seite kommst, wo direkt ein Trojaner runtergeladen wird. Achso, okay. Es ist. Boah, nee. Mies. Mies ist es. Also wer sich das ausgedacht hat, muss schon ein ziemliches Genie sein und ist ein ziemliches Arschloch. Die Idee an sich werden bestimmt auch andere gekommen sein, aber die Umsetzung halt nicht. Diese Umsetzung halt nicht. Was muss ich beim MC-Patcher genau machen? Jetzt öffne ich ihn. Da gibt es auch Gebrauchsanweisungen zu. Also den NC-Patcher öffnest du, dann Na, zeigt gerade er kurz, dir er an. analysiert gerade noch. Die Version hätte ich gerne. Dann zeigt er dir deine Profile an, dann musst du Ah, erst deinen gucke mal. Profilnamen mit eingeben. Und dann hast du verschiedene Optionen zur Auswahl, wo du halt auch Optifine mit reinpatchen kannst und alles Mögliche. Also das ist ziemlich fett. Warte, jetzt mache ich den Shader-Mod. Shader-Mod, Options. Wie kann ich mir das hier noch reinklatschen? Den Tutorial an. Ich habe bisher auch keine Mods reingeflasht, weil wie gesagt, das Downloaden vom Dings hat ja schon nicht geklappt vom Mod Creatures. Ich habe mir nur Better Optifine mit Glasses habe ich reingezogen. jetzt auch drin, ne? Was? Better Glasses. Ja. Das macht er So, automatisch mit rein. machen wir Patch. Patchen wieder schnell. Zack, Better zack, zack, zack. Grass hat er auch mit drin dann. Was heißt denn? Was? Ja, gut. Better Grass ist auch ziemlich geil. So, okay. Gut, die Felder sind jetzt alle fertig. Oh. Ich hätte alles erwartet, als wir diesen Baum gepflanzt haben, aber nicht, dass es schon wieder so ein Baum ist. Toll, wir haben noch mehr Holz. Schön. Du bist ein gelungener Baum. Ist doch egal, ob ich die Steinhacke jetzt mit Rings kaputt mache. Damit ist es passiert. Bin zurück. Du Ich bin kannst mal wieder kurz aufnehmen. aufs Klo. Ach so, wolltest du das gerade schreiben? Jö. Waren das jetzt alle Holzstückchen, die ich herausgefischt habe? Sieht so aus. Okay, ganz gut.
Oh, daraus können wir uns jetzt ganz viele neue Bäume züchten. Das ist richtig schön. So, und wir haben jetzt das Holz. Das heißt, wir werden uns jetzt auch ausbauen. Verbessern wir erstmal das hier ab. Dann noch so ein bisschen. Die Blasen unter Wasser finde ich ein bisschen essig. Vielleicht können wir die mal ausnehmen. Bidu, bin ich wieder da. Okay. Zack. 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 Und zack. So, fertig. An Möglichkeiten können wir auch die Felder erweitern und so weiter. Wir haben ja genug Platz hier. Also, alle Züge. So, machen wir uns mal einen kleinen Palast. Die Ecke kann ruhig direkt hier ran. 1, 2, 3, 4. Autsch. Ach cool. Es geht jetzt endlich. Was? Shader und Optifine, meinst du? Nein. Nee? Was? Sondern dass ich jetzt endlich Dings hab. Alter, das sieht ja richtig. Was denn? Ich weiß nicht. Was hast du denn? Jetzt. Und zwar, pass auf. Ich gehe jetzt hier mal kurz in meine Let's Play Minecraft Kopie. Und zwar mit Shader. Ich bin hier noch in der Mine. Oh, da ist schon was. Es sieht ja alles schön und gut aus und geil. Doch dann kommt dieses eine Problem mit dem Glas. Wieso, was hast du für ein Problem mit dem Glas? Das Glas sieht dadurch irgendwie komisch aus. Wodurch? Mit Connected Textures oder was? Nein, mit diesem Patchen. Hä? Okay. Das Glas? Doch. Ich wirst es einfach gleich sehen. Ich... Wann bist du denn gewachsen? Steht hier ein Baum neben mir. Ich weiß ja noch, wie ich mich in der anderen Welt total erschrocken habe, wegen dem einen Baum, der direkt hinter mir gewachsen ist. Ich drehe mich um und... Boah, Baum! Tatsächlich sehr erschrocken. Hast du mir das jetzt geschrieben, oder was? Nee, Proto gecheckt. Das sehe ich mir später an. Ja. Wir haben jetzt ja auch schon wieder 22 Minuten. Dann würde ich sagen, tschüss, ich fasse mit so einem geilen Video und wir sehen uns beim nächsten Hero wieder. Tschüss.